So, bei dem hier oben konnte ich auf jeden Fall Stärke skillen, aber ich weiß nicht, ob es auch zwei Händer waren. Und Schwertkampf. Ah, es gibt nur Schwert, Axt. Es gibt keine Kategorie Zweihandschwert, ne? Nee. Dann nehme ich Schwertkampf. Und ich könnte noch ein bisschen Schwertkampftraining gebrauchen. Ich erkläre dir mal, wie man eine Konterparade schlägt. Wenn dein Gegner dich mit Schlägen eindeckt und du keine Chance siehst, ihn selber zu attackieren, musst du seine Waffe zur Seite schlagen. Wenn er dann schutzlos ist, musst du direkt angreifen. Das hört sich leichter an, als es ist. Du brauchst ein gutes Gefühl für den richtigen Moment. Aber mit ein bisschen Übung wirst du das schon schaffen. Aber vergiss eins nicht. Das funktioniert nur, wenn dein Gegner dich angreift. Konzentriert er sich auf seine eigene Parade, kannst du diesen Trick vergessen. Okay. Unterrichte mich im Schwertkampf. Bisher hast du nur gelernt, wie du deinen Gegner frontal angreifst. Aber besser ist es, wenn du abwechslungsreicher kämpfst. Benutze Seitenschläge. Hört sich gut an. Ist es auch. Zusätzlich kannst du den Schwung eines seitlich geführten Schlages nutzen, um einen weiteren Hieb zu führen. Dafür musst du deinen ganzen Körper einsetzen. Dann richtest du mehr Schaden an. Okay, jetzt haben wir keine 10 Lernpunkte mehr. Schade. Okay. Das ist der Seitenhieb. Ja. Ja. Okay, gucken wir mal, ob uns das weiterhilft. Kann ich mir schon gut vorstellen. Je nachdem, wie die gepanzert sind. Ja, mit dem Schild oder so einen Seitenhieb zu machen, ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Ja. Oder auch ausweichen und Seitenhieb. Ich meine, ich hatte ja auch einen Seitenhieb beim Stab gehabt. Der war ja auch ganz gut. Besonders gegen Wölfe oder sowas, die dann von der Seite mal angreifen wollen. Hast du dann immer getroffen. Okay. Also wenn ich A drücke, macht er den so. Und wenn ich D drücke, macht er den so. Mhm. Es gibt also auch noch einen Unterschied zwischen links und rechts. Alles klar. Lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Wahrscheinlich müssen wir immer auf die warten, aber ansonsten alles klar. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Hey, Zwerge, hey, Zwerge, hey, Zwerge, ho. Hey, Zwerge, hey, Zwerge, go, go, go. Oh, Gott sei Dank rennt hier und geht nicht gemütlich. Ja, das hat man ja oft bei MMO-Quests. Mm. Es wird dann leicht. Da ist ja. Oh. Hey. Na? Oh. Ich kann die hauen? Wie doof ist das denn? Mir nach! Yay! Hast du sie gerade getroffen? Ja, ich hab die gehauen. Aber die lebt noch. Pass auf! Ich wollte gerade sagen, wovor soll ich denn aufpassen? Das ist doch nur ein schwarzer Fleck auf dem Boden. Ja, ich habe den überhaupt nicht gesehen. Da oben ist wieder was. Da hat sich wieder einer hingelegt. Ich habe es genau gesehen. Pass auf. Ja, hey. Bam! War das alles? Lalala. Nach. Ja, ich komm ja. Bin typisch Frauen. Ich dachte gerade, die hätte keine Hose an. Habe ich auch gerade gedacht. Das sieht echt so aus, ne? Mhm. Wo geht's denn lang? Mein Gott, ey. Du suchst hier natürlich wieder tollsten Wege aus. Das war's. Oh, mit das dem Vieh ist weg. Ich habe keinen Bock, da jetzt hinzulaufen. Bleib dicht bei mir. Ja. Mein Gott, ey.
Wo müssen wir denn hin, du? Schnäpfe. Oh, das wird lustig. Das war's mit dem Vieh. Ich will aber meine Fackel. Ohne Fackel gehe ich nicht. Traust du dich nicht? Nein. Ich habe Angst im Dunkeln, deswegen nehme ich meine Fackel, um mir die Hände zu verbrennen. Und die Haare verkohlen, wenn du mal guckst. Ne? Ich habe gedacht, immer wenn ich so renne, mir nach. Sind die Haare weg. Mache ich immer so. Und dann brauche ich nicht zum Friseur gehen. So, Moment. So. Jetzt passt es wieder. Eigentlich müsstest du die Fackel auch mal an die andere Seite ja, nehmen. Ja. Aber das reicht so. Ja. Ja. Ich bin ein helles Köpfchen. Hallo, guck mal, helles Köpfchen. Und wer ist das da vorne? Pass auf. Ach Gott, guck mal hier, unsere Echsenfreunde. Oh, den habe ich voll getroffen. Bam. Ach, jetzt haben wir nicht wegen dem Eisenschwert da. Aber wir haben wieder einen Teleportstein bekommen. Das ist gut. Und ich nehme mal gerade ein paar Heiltränke. Bleib dicht bei mir. Oh, das wird lustig. Na, wenn du das sagst. Na? Ha, guck mal, wie ich lache. Ha. Was hast du jetzt schon wieder? Ach, noch ein Hund. Ja, mach du die Arbeit. Ich guck zu. War das alles? Und plünder. Wo will die hin? Keine Ahnung. Aber ich glaube, hier war ich schon mal. Da dürften eigentlich keine Gegner mehr sein, aber... Sag ich doch. Hier habe ich einen Vasallenring mal gefunden. Mm, stimmt. So, hier muss es sein. Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Nee, natürlich nicht. Ein Grab. Ein Grab. Wo brauche ich den Schlüssel denn? Ist das hier? So enden wir alle mal. Ein Grab. Mehr weiß ich auch nicht. Du blöde Kuh. So enden wir alle mal. Ah. Das müsste aber leer sein, ja. Hm. Das kann ich auch nicht verkohlen. Ruhe in Frieden. Vielleicht graben, Schaufel. Geht das denn? So kann ich nicht graben. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also nochmal langsam. Mein Vater hat irgendwo hier auf dem Friedhof etwas vergraben. Also schnapp dir eine Schaufel und such nach der richtigen Stelle, um es auszugraben. Das kann doch nicht so schwer sein. Du musst es ja nicht machen. Ja, ja. Los, mach schon. Ich warte. Ja, ausgraben. Schaufel. Hm. Wie machst du das denn immer mit der Spitzhacke? Einfach draufdrücken. Ein Grab. Ruhe in Frieden. Also da steht dann einfach Dingens, zum Beispiel linke Maustaste, und dann macht er das. Okay. Ein Grab. Ruhe in Frieden. Ein Grab. Warum sind ausgerechnet hier Kerzen? Ruhe in Frieden. Also irgendwie... Ein Grab. Grabräuber! Ich hol mal wieder die Fackel, ich sehe wieder nichts. Wo ist die Fackel? Vielleicht schon verkohlt.
So enden wir alle mal. Ich verstehe ehrlich gesagt wirklich jetzt gerade nicht, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Muss man aber auch nicht skillen oder so, ne? Schaufeln? Nö, eigentlich nicht. Ist denn die Spitzhacke eine Waffe? Ne, ist ja keine Waffe. Keine Ahnung. Ich versteh's nicht. Ich kann ja hier drauf drücken, wie ich will. Es passiert einfach gar nichts. Uiuiuiui. Nicht, dass dann irgendwie dieser eine Grab mit gemeint ist, der offen ist und da war irgendwas drin. Das haben wir verkauft. Was kannst du... Keine Ahnung. Zeig. Wenn du dadurch kannst... Ja. Interessiert mich gerade nicht. Ich will mir einfach nur, dass du mir das machst. Erst wenn... Ja, danke. Ruhe in Frieden. Oh, hier meinst du, ne? Ich weiß aber leider nicht mehr, was da mal drin war. Da war gar nichts drin. Da habe ich ja nichts mit am Hut. Das war schon immer so. Das ist einfach Design. Ruhe in Frieden. Ja, ich würde auch einfach sagen, wir machen an der Stelle jetzt einfach mal eine Aufnahmepause. Beziehungsweise hören einfach auf, aufzunehmen. Ich guck mal, ob ich das vielleicht in... Vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder so. Ansonsten schon... Was ja. Da hat sich das auch erledigt. Muss ich das verstehen? Wow. Eine Truhe, in der eine Das ist Truhe eine ist. Schlechte Idee. Sehr genial. Super. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Jetzt reicht's. Du willst mich wohl verarschen. Ich reiß mir ein Bein für dich aus und du vertraust mir immer noch nicht. Ja, schon gut. Ich denke halt nur... Na was denn? Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So. Jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Mein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich.
Er sammelt alles, was aus Gold ist. Hm, verstehe. Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens, du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir. Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier, ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Die wird sterben. Okay, ja. Mit diesen Worten verabschieden wir uns dann aus dieser Aufnahme und gehen dann in der nächsten Runde dann auf Schatzsuche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ja. Und würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder mit einer neuen Folge Let's Play Risen oder Risen. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Tschüss.